Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearts of Iron 4 mit mir, eurem Sepp. Servusle. Ja, wir sind hier mitten im Krieg. Wir sehen hier jede Menge Ressourcen, die wir haben und die wir nicht haben. Wir werden hier weiter versuchen, Russland an allen Fronten zu bekämpfen, so gut wie wir können. Ich würde sagen, indem wir das so machen. Nein, warum gehst du denn da lang? Und hier dich brauchen wir hier. Und du fährst hier noch. Wunderbar, dann ist die Front nämlich zumindest schon mal erledigt. Japan kam auf die Idee, auch mal wieder zu pushen. Soll ja auch nicht so schwierig sein, wenn da kaum Einheiten rumstehen vom Gegner. Außerdem haben wir hier eine Spezialtruppe abgestellt, die sich jetzt auch schon hier auf Bereitschaftskurs stellt. Keine Ahnung, warum der hier hinfährt. Muss man nicht verstehen. Und die jetzt auch schon stehen, mehr oder weniger. Und jetzt hier einfach zack, das abtrennen werden, so gut es geht. Wenn es geht. Haben keine Organisation, aber sie sind eigentlich nur dazu da, um hier einen kleinen Schnitt reinzumachen und dann den Rest an Truppen hier zusammenzutreiben und zu vernichten. Das ist ein Riesenschlag gegen Russland, wenn wir diesen riesengroßen Teil an Einheiten einfach so kaputt machen könnten. Auf einen Schlag. Jede Menge Versorgungsschwierigkeiten und. Ihr seht ja unsere Bauvorhaben schnellen in die Höhe. Das ist alles nur Reparatur, die wir zu erledigen haben. Das nur aufgrund unzureichender Fabriken. Was man nicht vergessen darf, wir erobern jetzt natürlich auch relativ viel und in diesen eroberten Gebieten sind die Fabriken nun mal zerstört. Und um halt die dann benutzen zu können, muss man die erstmal reparieren. Ich denke mal, zerstörte Fabriken werden nur so ungefähr die Hälfte an Kapazität bringen, also an Leistung zur Herstellung von Waffen. Und das muss man dann schon auch ein Stück weit beachten. Aber momentan sehe ich da gar keine Probleme. Überwiegend kämpft eh Deutschland für uns. Wir haben noch mehr als genug Puffer. Und wir haben das geschafft, was wir haben wollten. Wenn ich das richtig sehe. Komm schon. Jawohl. Helft ihn. Nein. Der Panzer kam. Sah und siegte. Leider Gottes. So, aber ich habe meine ganzen Truppen dahin geschickt. Sobald die eintreffen, werden die da verteidigen. Anscheinend ein großer, schwerer Panzer. Jawohl, schlagt sie zurück. Da muss ich mal kurz nach denen hier gucken. Erstmal löschen wir unsere alte. Und das hier auch. Das brauchen wir alles nicht mehr. Neue Angriffslinie. So, dahin bitte. Und dann zuweisen. Nochmal für alle. Stopp. Warum kitten die jetzt wieder außen rum? Ja, geil, jetzt sind alle wieder da zugewiesen. Das wollte ich eigentlich nicht haben. Ihr extra Einheit, Angriffslinie hier oben. So, Angriffsplan hier runter. So, Pause beenden. Du, Umutak. Salir Umutak. Machst du mal hier
Ein auf General. So, hier wird verlegt. Du kannst hier gleich helfen. Diese Riesengebiete. Und was ist hier? 20 Einheiten. Zwei gewinnen dagegen. Also müssen, dürfen sie echt kein Equipment mehr haben. Was ist hier los? Ein Loch in der Verteidigung. Oh, Japan schwächelt. Oh, was ist hier? Jo, unsere Bedrohung rückt immer näher. Aber wir sind hier gut eingegraben. Haben sogar ein bisschen Bunker gebaut. Das ist echt gut. Könnten natürlich helfen. Tun es aber nicht und wollen es auch nicht. Erstmal Stillstand. Frankfurt ist erobert worden, wenn ich das richtig sehe. Da sieht man mal, wie weit die schon reingekommen sind. Stuttgart wird noch tapfer verteidigt. Aber es sieht nicht gut aus. Was sagt unsere Kriegsführung gegen die Sowjetunion? 44%. Naja. Gut. Angriffsplan starten. Go. Damit die hier schon mal die Einheiten zusammentreiben. Die werden dann hier auch schon stark geschädigt, haben Verschleiß, haben keine Versorgung. Werden jetzt hier auch noch von ihren größeren Städten abgeschnitten. Die Deutschen, die da drinnen verteidigen sich tapfer. Ja, nimm das mal ein. Stehen da schon mal keine Truppen blöd rum. So, Militärfabriken ready. Sagen, die verteilen wir einfach mal hier rein. Sind eh alle beschädigt. Ah, nicht einmal. Interessant, okay. Der Rest ist soweit erfüllt. Man merkt, anfangs verteidigen sie sich gut, dann knicken sie aber ein, weil sie kein Equipment mehr haben. Und das sind schon sehr viele Einheiten, die wir hier gerade stackwipen wollen. Könnte sein, dass das ein sehr bitterer Kampf wird. Ein sehr langer Kampf vor allem. Wenn jetzt Deutschland auch von den anderen Seiten treiben würde, würde das auch dementsprechend schnell gehen. Verstehe noch nicht, was sie hiermit bezwecken. Warum sie hier nicht immer wieder an die Armeen, die eingekesselt wurden, dann einfach stackwipen. Ermöglicht die Erforschung von Technologien, die Stahltriebwerke erfordern, beispielsweise Düsenfahrzeuge. Klar, wollen wir haben. Düsenflugzeuge, warum auch nicht? Ablehnen. Ist schon nur noch mehr eine. Viel kann er ja nicht mehr machen wohl. So, wir haben noch Pause hier, deswegen geht nichts voran. Wir greifen mal hier mit an. Jetzt haben wir schon wieder welche eingekesselt quasi. Ja, Russland ist schon heftig. Was hat denn Russland an Einheit? 90%. Das ist heftig. Das heißt, wir müssen 90% ihrer Siegpunkte erobern, um den Kampf zu gewinnen. So, ihr seid ready.
Das heißt, ihr baut euch jetzt hier mal auf, bitte. Und produziert schon mal einen Plan, der vorsieht, dass ich hier den Fluss entlang alles einnimmt. Genau so will ich das haben. Und dann wird einfach von rechts nach links alles eingenommen. Dann müssen die sich richten. So lange können wir an den anderen Fronten gucken, die ja auch so langsam weitergehen. Alles türkisch, wie ihr seht. Russland wird türkisch. Das hat sich die Türkei schon immer gewünscht. So, hier muss man kurz Licht anmachen. Meinen Wecker noch sehe. Nice, nice. Oh, hier die Truppen. Mal ein bisschen unterstützen. Gucken, dass wir hier schnell vorankommen. Wenn wir das jetzt abkappen, dann sammeln die sich nicht zusammen. Es gibt mir die Hoffnung, dass wir nicht hier dann am Ende ein 100er Divisionen-Stack-Wipe haben. Der dann halt ewig dauert. Bis er dann mal fertig ist. Oh, dann tun wir jetzt hier mal 10 Stück und da mal 10 und dort mal 10 und nach und nach werden die Russen ausgelöscht, hier auch bombardiert bis zum geht nicht mehr. Oh, ich habe hier aber relativ viele Einheiten stehen, sehe ich gerade. Und wir versuchen die einfach mal hier ranzutreiben. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir müssen ja auch hier unsere deutschen Verbündeten befreien, die hier schon so lange ausgeharrt haben. Und wenn alles klappt, können wir hier dann gleich die nächsten Stack wipen. Perfekt. Gut, jawohl. Du hilfst hier noch mit. Und ihr, wenn wir hier drüber rutschen. Ja, die Grenze sieht doch ganz akzeptabel aus. Damit können wir leben. Noch relativ viele, die wir stack wipen werden. Gefällt mir. Okay, Pionier ist abgeschlossen. Dann ist das auch schon mal da. Was haben wir hier noch? Feldkompanie. Würde mich mal interessieren, was die macht. Bessere Organisation wahrscheinlich. Oh, wieder einige Soldaten weg. Ja, was sagt denn Sowjetunion? Alter, die Waldfee 6,4 Millionen schon verloren. Mir fehlen auch noch mal einige und dann haben wir die Front wieder erledigt. Dann sind wir auch schon so gut wie in Moskau.
Hier, unsere anderen Kollegen hier, können wir den Befehl starten. Angriff. Jawohl, direkter Durchbruch. Oh, Rebellion irgendwo. Gut, die finden das wohl nicht so witzig, immer noch von mir besetzt zu sein, aber das ist auch British Indian. Da ist der Krieg noch nicht beendet. Den führen wir ja noch. Richtig gut, was wir hier angestellt haben. So, stopp. Erstmal hier sammeln. Ihr kriegt eine extra Einheit. Wie viele seid ihr denn? Auch zu viele für 24. Das ist nicht so schlimm. Ihr werdet jetzt erstmal hier runter verlegt. Kleine Einflusssphäre halten. Vereinigte Königreich bereitet seine Strategie vor. Nicht nur das Vereinigte Königreich sieht die Gefahr, die sich in Mitteleuropa erhebt. Mehrere Nationen sind auf einen pro-britischen politischen Kurs umgeschwenkt. Weil ihr durch die Vasallenversorgung und der Oberwelt dort bla bla bla. Sondern schön ihren eigenen kleinen Einflusssphäre halten. Das ist jetzt die Frage, was wir hier machen. In Hoffnung, dass das Richtige war. Das wäre jetzt eine totale, mittelschwere, große Katastrophe, wenn die sich plötzlich unabhängig erklären würden. Aber gut, hier. So. Du kommst wieder hier hoch. An die Frontlinie mit rein. Die 33 werden verlegt. Sie in Deutschland helfen. Das hier entlasten. Gut, dann machen wir noch die letzte hier. Dann gucken wir mal nach unseren 11 Einheiten. Die 11 Einheiten würde ich gerne hier unten sammeln. Damit die wieder da sind, wo sie hingehören. Deutschland muss dann selber hier schauen, dass die... Gott, haben wir viele Russen getötet. 6,7 Millionen Russen sind tot. Einfach so von uns gegangen. Hey, könnt ihr die mal Stack wipen? Das sind locker nochmal 1 Million Russen. Oh nice, ihr könnt weiter vorrutschen. Ihr habt ja eure Angriffspläne noch. Solange werden wir mal hier unten darum kümmern, dass ihr nicht so stark sterbt. Ah, guck mal, das ist ja richtig viel, was die da aufbieten. Können wir wohl gar nichts machen. Wir werden jetzt erstmal gucken, Angriffslinie. Hier das übliche Thema, Fluss zu Fluss. Warten kurz, bis alles angekommen ist. Gucken mal kurz nach Asien, was hier fabriziert wird. Unser Angriff hier funktioniert nicht so gut. Wir brauchen mehr Ressourcen. Und synthetisches Öl brauchen wir nicht. Davon haben wir genug. So, hilf mal da aus. Und du hilfst auch da aus. Wir verteilen sich, okay. Vielleicht wird es jetzt langsam Zeit, dass wir durchbrechen. Angriffslinie. Wir wollen hier einen sauberen Schnitt. Ja.
Angriffslinie hierhin. Sage mal. Beenden. Angriffslinie hierhin. Oh, sei das so. Wird schon irgendwie klappen. Und ihr startet auch einfach mal euren Angriff. Wir müssen hier die Amerikaner zurückdrängen. Aber ob wir es schaffen, Italien wieder zu befreien und Russland letztendlich vollends zu besiegen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Selberdaddeln. Ich bin erstmal raus. Euer Sepp. Ciao, ciao.